Hallihallo und willkommen zum 9. Teil meines Minecraft-Videorückblicks. So, bis auf einen kleineren Crash letzte Woche, verursacht durch Thermal Expansion, hat er so die letzte Woche echt gut überstanden. Und nach einem weiteren kleineren Update heute Morgen sind wir jetzt quasi am Ende von Version 1.4.7 von Minecraft angelangt. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendwo nochmal Mod-Updates rauskommen werden, zumindest keine größeren. Und dementsprechend ist jetzt das Warten groß, denn theoretisch sollte nächste Woche Donnerstag die Version 1.5 für Minecraft erscheinen. Und damit wird dann das Warten groß sein, um dann auf diese Version umsteigen zu können. Ja, die Erwartungen an Minecraft 1.5 sind riesig, denn die neue Licht-Engine wird von uns sehnsüchtig erwartet, denn wir hoffen, dass dadurch diese ganzen Tile-Entities und geschnittenen Blöcke von Red Power, wie zum Beispiel hier zu sehen, dann ihre Lichtberechnung besser hinkriegen. Und ja, wie gesagt, wir hoffen da in dem Punkt das Beste und schauen mal, was dann und vor allem das so neue Redstone-Update noch bringen wird und was man mit dem Redstone-Computer, Komparator, wie das Ding dann heißt, genauso anstellen kann. Denn wir haben jetzt ein paar Videos gesehen und so weiter, womit man theoretisch auch lustige Spiele und so ein Zeug für den Server basteln kann. Und ja, mal schauen. Wir sind da echt gespannt und freuen uns drauf. Gut, aber nichtsdestotrotz geht es wie immer los in Richtung West. Und heute ein wenig mit der Getreidefarm. Wupp. Denn hier gibt es eine kleinere Änderung. Die Windmühle hat zu wenig Energie geliefert, um hier die ganzen Energy Cells aufzuladen. Dementsprechend gibt es hier zwei Änderungen. Zum einen habe ich die Energy Cells in der Menge ein wenig verringert, also wir haben jetzt zwei weniger drin stehen. Hat den Vorteil, dass im Endeffekt weniger Energie benutzt wird, denn die Farmen von Forestry, die alten, brauchen theoretisch ja bloß vier Redstone Engines. Dementsprechend sind auch 0,5 Minecraft Joule völlig ausreichend. Und außerdem noch eine Kleinigkeit hier, denn die Ender Chest oder beziehungsweise der Seed Oil Tank ist randvoll gefüllt. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, brauchen wir die Energie nicht verschwenden, sondern können sagen, wir machen das Ding aus, wenn die Kiste voll ist. Und falls demnächst irgendwie ein Bedarf an Getreide entstehen sollte, dann kann ich darauf auch reagieren und dann quasi die Maschine wieder anschalten lassen. So, das in Richtung Farm. Außerdem habe ich hier hinten ein bisschen angefangen mit dem Tree Breeding von Forestry. Allerdings habe ich jetzt hier ein Problem. Ich habe jetzt hier zwar schöne neue Bäume und diese haben auch alle diese neuen Blätter, allerdings erkennt man irgendwie nicht wirklich, ob diese jetzt quasi, ob sich die Blätter bereits geändert haben oder nicht. Dementsprechend werde ich jetzt vielleicht noch einige Tage warten und dann wahrscheinlich mit diesen, wie sind die Geräte? Crafter, glaube heißen die. Yep. Dann alle Blätter abnehmen und dann quasi alle durch den Tree Elizer schieben, denn ja, ist vielleicht besser, dann doch lieber alle Blätter auseinanderzunehmen und dort möglichst viele Saplings rauszukriegen, denn meine Hoffnung ist eigentlich, dass diese Biene es hier schafft, wirklich alle Blätter in der Zeit quasi umzuwandeln und miteinander zu verknuspern. Ja, weiteres gibt es zu sehen bei der Eisenbahn. Da gibt es sehr, sehr gute Neuigkeiten, denn die Kreuzung läuft. Dafür habe ich auch ein Videoschnipsel dann kleiner vorbereitet. Allerdings möchte ich trotzdem noch nebenbei hinlaufen. Leider ist die Anlage jetzt derzeit in Betrieb, aber wie gesagt, das wird sich jetzt gleich ändern. Also bis in ein paar Minuten. So, und falls diese Strecke hier nächste Woche nicht mehr da sein sollte, jetzt vielleicht nochmal ganz kurz der Überblick, denn die Eisenbahn fahren und wir haben jetzt erstmal uns entschlossen, hier einen kleinen Chunkloader hinzusetzen, damit das alles ordnungsgemäß funktioniert. Wir haben derzeit sechs Bahnen und das ganze Prioritätssystem, was wir jetzt hier uns entwickelt und ausgedacht haben, funktioniert einwandfrei. Außerdem fährt die Bahn hier hinten als kleine Eisenbahn um das Haus drumherum. Und ja, wie gesagt, falls das die nächsten Tage noch steht, dann kann ich es im nächsten Videorückblick noch zeigen. Ansonsten habt ihr das hier gesehen. Und um das vielleicht mal doch kurz zu erklären, ist es so, dass der Osten hier eine quasi, das Ganze ist eine Prioritätsschaltung. Wenn der Osten anliegt, dann kriegt auch der Osten als erstes freigeschalten.
Dann als nächstes der Norden, dann der Westen und dann der Süden. Das Ganze ist Einstellungssache und die ganzen Weichen werden über Locomotive Detectors geregelt. Das heißt, jede Lokomotive hat unterschiedliche Farben und diese sind halt dafür zuständig, dann hier diese Detektoren auszuwählen und die Detektoren stellen dann dementsprechend die Weichen. Also wenn jetzt ein Zug kommt und freigeschalten wird, dann fährt er halt über die Detektoren drüber und diese schalten dann erstmal die Weichen so weit, dass der Zug dann richtig drüber fahren kann. Und derzeit ist es nur so, dass immer ein Zug gleichzeitig auf dem ganzen Areal sein kann, denn wenn es mehrere wären, werden wir vielleicht in der Zukunft jetzt noch eine Kleinigkeit einbauen, dass die Züge dann quasi, wenn jetzt meinetwegen der hier nach rechts abbiegen will, dass dann geradeaus fahrende Züge, von gegenüberliegende Züge auch rechts abbiegen oder geradeaus fahren können. Aber ob wir das einbauen und wann wir das einbauen, das ist alles noch fraglich. So, gut, das zwischendurch und weiter geht's mit dem Videorückblick. So, ich hoffe, dass die Erklärung soweit von dieser Anlagentechnik ausreichend war. Es gab hier noch ein paar kleinere Bugs in Anführungsstrichen, die hatten direkt mit Raycraft zu tun. Das hat man hier unten noch ganz gut gesehen, denn es ist folgendermaßen, dass die Signale bei einem fahrenden Zug, also wenn man jetzt zwei Signale hintereinander hat und ein Zug hier in diesem Bereich steht, beziehungsweise einfährt, dann sollte dieses Signal erst gelb, ja, dann sollte dieses Signal erst gelb werden. Nein, stopp. Dieses? Ich weiß jetzt nicht genau. Das wird ein Signal sollte normalerweise erst gelb werden. Und wenn der Zug stehen bleibt, wird es rot. Nun ist es irgendwie ein lustiger kleiner Bug, dass die Züge, wenn sie auf der langsamsten Geschwindigkeit, nein, du bleibst hier, an der langsamsten Geschwindigkeit hier einfahren, dass diese Signale sofort auf rot umschalten. Dieser Bug ist aber wirklich bloß dann, wenn die Züge auf der niedrigsten Geschwindigkeit fahren. Wenn sie auch in den höheren Geschwindigkeiten unterwegs sind, dann scheint dieser Bug nicht aufzutreten. Zumindest hat uns das Cover Jaguar so quasi erzählt oder hinterlassen im Forum. Ja, dementsprechend müsste die ganze Anlage so wirklich funktionieren, wie wir es jetzt hier aufgebaut haben. Und wir freuen uns auf jeden Fall dann in den nächsten Tagen und Wochen dann das Ganze in Betrieb zu nehmen und ja, das Ganze dann live zu beobachten. Weiter geht's mit der Kürbisfabrik, beziehungsweise nicht mehr der Kürbisfabrik, sondern allgemein alles, was Kuchen und Kürbiskuchen und so weiter betrifft, wurde jetzt hier hinten ausgebaut und erweitert noch. Und zwar haben wir ein Chunk-Problem, verdammt. Ich bin kurz weg. Gut. Sollte nicht so sein. Also, hier hinten ist jetzt quasi noch ein Anbau an die Kuchenfabrik angeschlossen worden. Und zwar werden hier angebaut Kürbis und Melonen. Und jetzt kann man auch endlich mal hier schön in den Keller runtergehen. Das war letzte Woche ja leider nicht möglich. Und hier läuft ein Crafting-Table für die Pumpkins, also für die Pumpkin Pies. Und das Ganze ist so gesteuert, dass über die Redstone-Signale hier gesagt wird, wann die Harvester oben arbeiten sollen, wann nicht. Also wenn die Kiste voll ist, dann bleibt die ganze Sache ja aus. Außerdem werden hier zusätzlich Eier angeliefert und Zucker, damit halt das Rezept durchgeführt werden kann. Ja, und das Ganze wandert dann über das Tube-System zurück nach oben in die Kisten. Und dort ist es auch, soweit ich weiß, Einstellungssache, ob man jetzt sagen möchte, man bestellt sich mehrere solche Kürbiskuchen oder man lässt die Kiste komplett voll laufen. Wie jetzt der aktuelle Status ist, müsste ich jetzt erstmal gucken. Ah, so wie es aussieht, läuft das Ganze über Bestellung momentan ab. Bin ich mal gespannt, ob er noch was ankommt. Da kamen sie. Zwei Stück. Schön. Kann ich dann unterwegs essen? Unterwegs in Richtung Bienen. Und zwar haben wir dort den ganzen Keller umgebaut. Rico und ich haben halt
beschlossen, beziehungsweise über eine Nacht- und Nebelaktion den ganzen Keller nochmal rausgerissen, denn wir hatten mit den Barrels ziemliche Probleme. Denn die ließen sich zum einen relativ schlecht ansteuern, beziehungsweise ansteuern im Sinne von, wenn man mit Redstone arbeitet. Und auf der anderen Seite hatten wir jetzt Probleme mit den Routern, dass diese plötzlich nicht mehr gemacht haben, was wir wollten. Und dementsprechend haben wir jetzt hier gesagt, wir nehmen den ganzen Keller nochmal auseinander und gestalten den ein bisschen um. Und ich denke, man kann ganz zufrieden sein. Ja, folgendes. Und zwar haben wir jetzt, wie gesagt, die Factorization Barrels sind komplett rausgeflogen aus dem System. Und wir haben die Fab Barrels jetzt hier durch normale Gold Chests ersetzt. Und diese ganzen Gold Chests sind alle über Pipes miteinander verbunden. Und dieses System ist direkt quasi mit dem System zu Hause in Verbindung gesetzt und man kann halt von zu Hause dann theoretisch hier drauf zugreifen. Es gab bis heute früh quasi, wo ich das Update durchgeführt habe, noch das Problem, dass es in den Loki-Pipes eine kleine Prioritätenverschiebung gab, was heißen soll, dass die ganzen Drohnen, die wir eigentlich in den Müll werfen wollten, dass diese vorerst nach Hause geflossen sind, in das Rathaus und haben dort die Überlaufkiste von Forestry gefüllt. Und das war natürlich nie so gedacht, deswegen haben wir dann hier erstmal das System noch voneinander getrennt, aber das Ganze sollte eigentlich dann jetzt theoretisch funktionieren. Ein weiteres kleines Problem ist derzeit, dass die Lichter von Cycroft nicht richtig funktionieren. Ich habe hier bereits einen Bug-Report durchgegeben, allerdings scheint der Herr Soren darauf keinen großen Einfluss zu haben. Denn es ist folgendermaßen, wenn durch Gate-Signale ein Redstone-Signal ausgegeben wird, kann die Lampe nicht angehen. Soll heißen, selbst wenn die Lampe direkt dran wäre, würde es nicht angehen, aber auch wenn sie indirekt quasi genutzt wird, würde sie auch nicht angehen. Das heißt, es gibt theoretisch eine Lösung, praktisch ist diese aber relativ unschön. Das heißt nämlich, ich müsste hier überall Red Alloy Kabel ransetzen und diese dann voneinander trennen. Also sobald ich jetzt hier ein Kabel dran setze, ist die Lampe auch an. Und das ist nicht unbedingt der beste Zustand, denn das heißt, ich müsste hier überall einzelne Kabel dran machen, dann die ganze Kabel mit kleinen Stripes voneinander trennen und so weiter und so fort. Dementsprechend, ich hoffe, dass er es vielleicht noch geändert kriegt, ansonsten muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und das so bauen, damit das quasi trotzdem funktioniert. Denn die ganzen Lichter sind darauf getrimmt, wenn die Kiste voll sind, sollen die Lichter angehen und zusätzlich kommen dann später zu den Lichtern unten drunter noch Wireless Receiver und Wireless Transmitter, also speziell Transmitter natürlich, und diese werden dann oben die LREs ausschalten können. Gut, des Weiteren habe ich jetzt hier angefangen, ein kleines System einzusetzen, von wegen, wie das mit den Speicherzellen und so weiter ablaufen soll. Und bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich jetzt hier noch umgestellt habe, denn die ganzen Maschinen von Extra Bees sind rausgeflogen aus dem System, da sie zum einen Energie verschwendet haben und zum anderen ja, habe ich ein neues Haus gebaut, was ich euch dann gleich zeigen werde. Und das Ganze soll dann ein bisschen automatisierter ablaufen. Dementsprechend habe ich jetzt einfach den Tank vergrößert und dieser Tank wird dann an das Eisenbahnsystem, was dann hier auf diesen drei Chunks entstehen wird, wird das Tanksystem mit angeschlossen und dann kann das flüssige DNA zu dem anderen Bienenhaus rüber transportiert werden. Die Maschinerie ist jetzt in diesen kleinen Raum gewandert und ja, produziert immer noch eigentlich quasi genau das gleiche wie letzte Woche noch. Mit Ausnahme dieses Kompressors. Dieser ist dazu da, um die Bienen, die für mich Clay produzieren, quasi den Clay Dust, den sie produzieren, direkt in Clay zu verwandeln und dann nach Hause zu schicken. Ja, zu den Bienen selbst ist gesagt, dass ich letzte Woche noch gesagt habe, von wegen, ja, hier waren irgendwie Maschinen verschwunden und das ist nicht so schlimm, bis ich dann an meiner Zuchtanlage angekommen bin und festgestellt habe, dass meine ganze Truhe, also Truhe, es gibt diesen Indexer, wo man halt unendlich viele Bienen reinsetzen kann, ja, dass dieser verschwunden war und ich hätte quasi bei Null anfangen müssen. Und da mir das dann doch ein bisschen viel Arbeit gewesen wäre, jetzt anstatt
quasi das nochmal 3 Wochen oder so durchzuzüchten, habe ich jetzt mit dem Imprinter mir zumindest die fehlenden Bienen, die wichtig waren, wiedergegeben und andere Bienen dafür aufgeopfert. Aber naja, wie gesagt, 3 Wochen Arbeit zusätzlich reinstecken, das Ganze muss nicht nochmal sein. Gut, dann haben wir hier das nächste Haus. Ist ein bisschen in Wabenform gehalten. Eigentlich wollte ich das ja beim letzten auch schon machen, also bei dem südlichen Bienenverarbeitungshaus. Allerdings ist das dort vom platztechnisch her relativ schlecht machbar gewesen. Dementsprechend habe ich das hier besser versucht umzusetzen und oh, mal schauen. Geplant ist, dass der eine Raum quasi für die Energieversorgung zuständig ist, ein anderer Raum für manuelle Produktion und manuelle Mutation von den Bienen und der letzte Raum ist dann quasi für eine automatische Fabrik, dass ich dann meine ganzen Bienen, die ich dann hier in das System einsetzen möchte, quasi einfach reinsetze und diese werden automatisch an meine Wünsche angepasst. Meine Wünsche sind zum einen, dass sie nachts arbeiten können, dass sie über Regen arbeiten können. Was haben wir noch? Feines? Allgemeine Toleranzen gegen alles Mögliche, also sprich Toleranz in Bezug auf Temperatur und Humidity und sonst noch schnelle Geschwindigkeit und langes Leben, weil das einfach extrem hilfreich ist für die Bienen selbst, dass sie dort einfach mehr produzieren am Ende. Ob ich wirklich diese, es sind doch mehr, als ich dachte, es sind über 100 Aeries, ob ich diese wirklich so stehen lasse oder ob ich dann am Ende vielleicht nur noch 40 stehen habe, wird sich zeigen, aber da ist das letzte Wort halt noch nie gesprochen. So, letzte Woche gab es hier bei der Hühnerfabrik einen kleinen lustigen Bug, in Anführungsstrichen. Und zwar war das Problem, dass das Card die Hühnchen nicht mehr aufnehmen konnte. Und das Ding mache ich jetzt weg, weil es mich immer nur nervt. Und zwar war es folgendermaßen, dass zum einen das Card gerade nicht stehen bleibt. Egal. Dass das Card, der Zaun, der hier war, hat quasi die Hühnchen ständig blockiert. Und außerdem war das Problem, dass das Card zu schnell unterwegs war. Wieso auch immer ist es so, dass wenn das Card jetzt hier wirklich zu flott unterwegs ist, dann nimmt es keine Hühnchen mehr auf. Und außerdem, wenn die Hühnchen dort hinten an der Mauer sind, dann erreicht es die Hühnchen auch nicht. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, denn wenn die Hühnchen sich in Stücke bewegen, dann passt das alles. Ah, ich habe es vergessen auszumachen. Egal. Gut, als nächstes geht es in Richtung Rathaus und vielleicht noch einige Planungen. In dieser freien Fläche hier wird dann eine große Schaffarm hingestellt. Das ist dann quasi neben dem Bienenprojekt mein nächstes Projekt und das Ganze wird über Touchscreen-Monitor steuerbar sein und quasi, dass man 16 verschiedene Farben sich dort per Touchscreen ja, bestellen kann. Und das ganze System kann ich jetzt gleich schon mal zeigen, denn ich bin soweit mit dem Code fertig. Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, aber ja, das gleich. Vielleicht vorher noch ganz kurz, wir haben für ein Gebäude, was ich dann gleich noch zeigen werde, hier diese Moss Stone Bricks gebraucht. Und diese kann man mittlerweile herstellen. Red Power bietet da eine echt schicke Lösung für. Und zwar hat Red Power es so gemacht, dass wenn Moss Stone bzw. Moss Stone Brick und fließendes Wasser aneinander liegen, dann können der innere, ja, kann der innere Weg quasi von Moss Stone und von Bricks, nee, von normalen Cobblestone oder von normalen Bricks, die werden dann quasi bemoost. Und mit dieser kleinen Anlage können wir quasi das ganze Zeug dann abbauen. Es ist im Endeffekt so, dass hier eine Spinne schon wieder kommt. Wieder. Ja, es ist so, dass zunächst der Blockbreaker den vordersten Stein wegbricht. Und danach der Deployer einen neuen Stein sitzt und der Piston dann das Ganze um eins nach hinten verschiebt. Ja, und das Ganze ist mit einem, weiß gar nicht, 15-20 Sekunden Delay verbunden, sodass dann nach und nach die Steine hier vorgeschoben werden und hier vorne sollten dann ist ein Großteil der Steine quasi bemoost. Und damit ersparen wir uns zumindest für den Mossy Cobblestone die ganze Arbeit im Forestry Moistener.
So, wie gesagt, im Keller vom Rathaus gibt es jetzt zum Thema Schaf etwas. Und das ist quasi das ganze System. Man hat hier einen Computer, einen Touchscreen, wo man sich Sachen bestellen kann. Und zusätzlich gibt es dann 16 verschiedene Turtles, die halt die Aufgabe oder die Aufträge annehmen können. Und das Ganze funktioniert relativ simpel. Man sagt jetzt einfach, man nutzt meinen Weg, ich möchte jetzt Orange haben. Dann wird erstmal der Turtle angepingt, ob er gerade was zu tun hat. Falls nicht, dann kriegt man dieses Menü und kann sich hier zwischen 0, also 0 kann man nicht bestellen, aber man kann hier bis zu 10 Stacks von der Wolle bestellen. Und wenn das getan ist, dann. Mahlzeit. Oh, Moment. Ja, da war ich noch im falschen Channel. Zumindest kann man jetzt, wie gesagt, hier bestellen. Das wird bestätigt. Der Vorgang wird dann quasi an den Turtle weitergegeben. Und der Turtle wird dann theoretisch anfangen zu arbeiten. Allerdings ist es jetzt derzeit bloß für den weißen Turtle einprogrammiert. Dementsprechend hat jetzt quasi der Auftrag keinen Empfänger bekommen. Aber ja, das ist das ganze System dahinter und ich bin gespannt, wann ich das Ganze jetzt wirklich in die Schaffung umsetzen kann. Und ja, das gibt es erstmal, das ist eigentlich alles, was wichtig ist im Keller. Und zusätzlich haben wir nach dem Mistcraft-Update letzte Woche unser Notebook, was wir aus dem Creative-Modus hatten, quasi entfernt, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, die neuen Pages, wie sie jetzt heißen, quasi zusammenzusammeln von Villagern. Dementsprechend haben wir jetzt hier noch eine kleine Villager-Farm hingesetzt. Denn das Fort funktioniert zwar an sich, allerdings hat das Problem, dass dort zu wenige Türen sind. Denn ich hatte einen kleinen Berechnungsfehler drin. Denn man braucht drei Türen pro Dorfbewohner, nicht eine Tür pro drei Dorfbewohner. Jo, und dementsprechend haben wir quasi zwar das Dorf gehabt oder das Fort, allerdings haben sich dort die Dorfbewohner nicht mehr vermehrt. Und ja, das Ganze haben wir jetzt hier ein bisschen ausgelagert und können hier jederzeit dann quasi mit den Mistcraft-Leuten reden und dann dort neue Pages bestellen quasi. Allerdings ist der Nachteil, dass das extrem viel Emeralds kostet und dementsprechend habe ich jetzt dort meine Emerald-Bienen laufen lassen Tag und Nacht, damit wir hier wenigstens ein paar Emeralds zusammenbekommen. Da einige Pages bis zu 53 Emeralds kosten. Und das ist schon echt eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass quasi eine Biene für einen Emerald irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, 2, 3 Stunden arbeiten muss. Nee, noch, könnte sogar noch mehr sein. Gut. Das ganze System, wie gesagt, ist rein temporär. Und die Pläne für die Zukunft sind eh, wenn 1.5 draußen ist, dann wird gelöscht das Mining Age, dann wird das Quarry Age nochmal gelöscht, der Nether wird nochmal gelöscht. Und auch irgendwelche anderen Ages, die hier nie in Benutzung sind, mit Ausnahme von dem Thorncraft Age. Denn die Map an sich ist jetzt schon wieder 600 Megabyte groß und alleine diese 3, 4 Ages, die jetzt überflüssig sind, nehmen davon ca. 400 Megabyte ab. Dementsprechend wird dann die ganze Map wieder einiges kleiner und angenehmer. Und ja, dann können wir mit den neuen Pages quasi uns neue schöne Ages erstellen, wie wir es gerade uns was belieben. Gut, dann ist die Eisenbahn hier, hat auch riesengroße die Eisenbahn hier entwickelt sich, kurz gesagt. Hier in Richtung Norden ist jetzt eine große Brücke entstanden und die finde ich sieht einfach nur total genial aus mit den, ich glaube, Wooden Posts, Metal Posts, Metal Posts Konstruktion. Und damit die ja färben kann, sieht das echt hammergenial aus, die ganze Konstruktion. Außerdem ist hier hinten jetzt bei der Kreuzung schon ein bisschen was entstanden. Das ist jetzt quasi ein Haus, wo unten die Weichenanlage drin ist, um die ganzen Weichen zu stellen. Und im oberen Teil des Hauses kommt dann die ganze Schaltung hin. Allerdings steht da jetzt, soweit ich weiß, noch nicht viel. Also eigentlich nichts. Aber wie gesagt, hier oben kommt die ganze Konstruktion hin für die Prioritätenschaltung und alles drum und dran, welcher Zug wann fahren darf. Und ja,
dann, wenn das eigentlich fertig ist und auch der Bahnhof, an dem Chaos jetzt die ganze Zeit arbeitet, dann kann hier eigentlich bald, können die Züge losfahren. Jo, und damit neigen wir uns eigentlich dem Ende. Ich möchte jetzt den Bahnhof auf jeden Fall noch zeigen, denn der hat jetzt die letzten Tage ein Dach bekommen und wirkt mittlerweile schon fast fertig. Ich weiß nicht, ob er schon fertig ist. Ich glaube es fast nie. Aber wie gesagt, das Ding sieht richtig, richtig gut aus. Und erinnert eigentlich viel mehr an den Passagierbahnhof anstatt an einen Güterbahnhof. Aber ist eigentlich egal, denn Platz ist ja auf der Karte genug. Und dementsprechend ist es für die drei Gleise auch ganz schick, dass die hier echt relativ viel Platz haben zum Beladen und Entladen. Und wie gesagt, wenn jetzt hier mit 1,5 die ganzen Sachen mit der Lichtberechnung besser wären, dann wären hier auch einige geschnittene Blöcke wahrscheinlich hoffentlich deutlich besser aussehen als vielleicht jetzt noch gerade wie gerade eben. Außerdem ist jetzt hier hinten der alte Bahnhof komplett gewichen. Das ganze Zeug liegt jetzt komplett im System, was dort alles drin stand. Und das Ganze wird dann irgendwann miteinander kombiniert, damit dann quasi also die Bahn, die da oben langfahren, von hier das Creosote Oil holen und die Holzkohle, und damit können wir dann hoffentlich bald das Kraftwerk wieder anschalten. Ja, und damit möchte ich den heutigen Minecraft-Videorückblick beenden und freue mich auf die nächste Woche. Und damit bis zum nächsten Mal.